Ich fahre heute keine öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich da einfach super krasse Erlebnisse hatte, dass Menschen überhaupt nicht damit klargekommen sind, dass man eine queere Person ist. Da habe ich so viele schlimme Dinge erlebt, dass Menschen einen bespuckt haben, beschimpft haben, angezündet haben. Und irgendwann habe ich mir geschworen, das mache ich einfach nicht mehr. Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich darauf verzichten, auch in einer so offenen Stadt wie Berlin. Riccardo Simonetti wird von vielen als glamouröser Entertainer, Identifikationsfigur und aktivistische Stimme gefeiert. Dennoch sieht er sich oft mit Anfeindung und homophober Hetze konfrontiert. Wie für ihn die Realität als queerer Mann im Showbusiness aussieht und welche heftigen Reaktionen es auf seinen Einsatz für mehr Toleranz gibt, darüber sprechen wir heute bei Deep und Deutlich. Außerdem mit dabei Influencerin Healthy Mandy, YouTuber Joey's Jungle und TikTok-Star Noel Robinson. Riccardo Simonetti, ich freue mich so, dass du da bist heute. Ich freue mich auch sehr. Oder? Schön hier zu sein. Ich freue mich auch. Was musst du jetzt sagen? Du triffst immer so krasse Leute, dass ich echt so denke, wow, und ich freue mich so für dich, weil du auch immer noch so ein Fan bist, obwohl du jetzt selber auch Fans hast. Und wir schauen jetzt mal, wen du zuletzt getroffen hast. Guckt euch das an. Einfach share. Also, Noel, weißt du, wer das ist? Irgendwie nicht. Also habe ich an deinem Blick gerade gesehen. Ich bin der mit der goldenen Jacke. Ja, das habe ich gemerkt, das habe ich gemerkt. Wer ist denn Cher? Wer ist denn? So, jetzt, Riccardo, erklär jetzt mal für jemanden, der nicht weiß, wer Cher ist. Cher ist die einzige Künstlerin, die in jeder Dekade ihrer Karriere mindestens ein Nummer 1 Hit hatte und 27 Alben rausgebracht hat. Das ist Cher. Do you believe in love? Okay. Und wenn man weiß, man trifft Cher und wenn man Riccardo Simonetti ist, der sich immer, egal wo er hingeht, schon eine Woche vorher Gedanken darüber macht, was er anzieht, wie lange hast du da überlegt, was du anziehst und wie bist du dann zum Ergebnis gekommen? Also ich bin ja ein richtiges Fangirl. Wenn ich von jemandem besessen bin, dann freue ich mich so krass darauf. Ich war schon so oft inspiriert von Cher, weil sie super viele tolle, kluge Sachen gesagt hat, tolle Filme gemacht hat und auch einfach eine richtige Mode-Ikone ist. Also ich habe schon so oft mir Outfits nachschneidern lassen von Cher, zuletzt an Halloween im vergangenen Jahr. Und das, ich dachte, das Guck wäre mal. Mein... Ja, das bin nicht ich. Das bin ich. Aber das. Das war... Ich hab ein Musikvideolook von ihr nachgestylt und ich dachte, das wäre das Nächste, was ich schaffe, an Cher ranzukommen, weil sie mir danach auf Social Media geschrieben hat, dass sie es richtig cool fand. Und dann dachte ich mir, das ist der Moment, da, näher komme ich nicht ran. Und als ich dann wusste, ein Jahr später, dass ich sie treffen werde, war ich wirklich, wirklich richtig aufgeregt, weil ich wollte natürlich was anziehen, was Cher gerecht wird. Es musste irgendwie glitzern, aber ich war auch... Also, ich war auch so skeptisch. Man muss dazu sagen, mein Manager hat mit ihrer Assistentin Kontakt gehabt und es hieß so, hey, also nur, dass du Bescheid weißt, es ist Chers Welt und wir sind alle nur zu Gast in Chers Welt. Also, es kann auch sein, dass sie an dem Tag einfach sagt, ich habe heute irgendwie doch keine Lust, überhaupt aus dem Haus zu gehen. Deswegen nicht enttäuscht sein, falls es nicht klappt. Deswegen war ich so, mal gucken, ob es funktioniert. Ich war in Paris auf ihrer Album-Release-Party oder so ein Album-Listening eingeladen. Sie hat ein Weihnachtsalbum gemacht. Und Tobi und ich, das sind mein Manager und ich, wir waren die allerersten auf dieser Party, so richtig deutsch. Es war kein Mensch da. Kein Mensch, es war in so einem richtig krassen Hotel, wir sind da hochgekommen. Wir waren so früh da, dass wir nicht mal unseren Namen an der Tür sagen mussten, weil da niemand stand. Wir sind einfach in dieses Hotelzimmer gegangen, wir waren so früh da, dass Cher noch gar nicht ready war. Die ist da einfach noch in Jeans rumgelaufen und war noch, nichts war fertig und sie meinte nur so, hallo. Und dann ist sie aus dem Zimmer gegangen und ich dachte mir so, das war's schon. Ich dachte schon, das war der Moment, den ich hatte. Und dann hatten wir tatsächlich ein ganz schönes Gespräch und sie meinte, hey, ich kenne dich doch. Und ich meinte dann so zu ihr so, ja, ich saß gerade auch im selben Raum, als du durchgegangen bist. Und sie so, nein, ich kenne deine Bilder von Halloween. Nein, und dann dachte echt? Ich mir so, wow, das war ein toll. Sehr surrealer Moment für mich. Hat mich Wie sehr toll. Gefreut. Darf ich noch eine kurze Frage stellen? Ja. Meine Frage ist, du hast ja jetzt deine größte Inspiration Cher getroffen. Wenn man ein Ziel hat und es erreicht hat, dann denkt man so, was mache ich als Nächstes? Hast du da jemanden noch, den du gern treffen würdest? Ich hatte schon das Glück, echt viele Leute zu treffen. Aber zwei Namen sind noch auf meiner Liste, wo ich das Gefühl habe, die würde ich echt wirklich, wirklich, wirklich gerne treffen. Mal gucken, ob du es errätst. Ich habe auch einen. Okay. Paris Hilton und Britney Spears. Was? Ich hätte Madonna gesagt. Habe ich alle schon getroffen, außer Britney Spears. Madonna hatte ich schon.
Ja. Madonna hatte ich schon mal getroffen und Paris Hilton habe ich auch schon getroffen. Mhm. Aber tatsächlich habe ich Lindsay Lohan noch nicht getroffen. Ah. Und Lindsay Lohan war mein absolutes, ultimatives Teenie-Vorbild. Also ich sehe so aus wegen ihr. Guckt euch meine Haare mit an. Ihr kannst du das ist einzig und allein eine Kopie von Lindsay Lohans Haaren. Also das war so, ich bin immer noch so besessen von der. Und das ist so krass, weil... Du kannst vor allem mit ihr deine Jugendsünden nachholen, die du jetzt verpasst ja! hast. Ich glaube, mit der feiern ja! Und genau deshalb habe ich die so toll gefunden, weil das ist auch immer das Ding, wenn man so über Vorbilder redet. Jeder Mensch hier, wir sind ja in der Öffentlichkeit und die Leute haben ja immer den Anspruch an uns, dass wir alles richtig machen, dass wir uns zu jeder politischen Lage äußern, dass wir immer das perfekte Vorbild sind. Und das vibet aber überhaupt nicht mit der Gesellschaft, weil als Gesellschaft sucht man sich Vorbilder, mit denen man sich identifizieren kann. Und meine größten Vorbilder waren Paris Hilton, Lindsay Lohan und Britney Spears. Drei Frauen, die medial alles falsch gemacht haben. Die haben Drogen genommen, die haben Party gemacht, die haben sich gehen lassen in der Öffentlichkeit, die sind ohne Unterwäsche aus dem Auto ausgestiegen. Habe ich auch gemacht deswegen. Ich hatte aber eine Jeans an. Ich fand das so cool, dass die so ihr Ding durchgezogen haben. Von denen habe ich das gelernt, mein Ding durchzuziehen. Auch wenn alle Menschen dich doof finden, kannst du trotzdem dein eigenes Ding durchziehen. Das habe ich von diesen drei Frauen gelernt. Und deshalb dachte ich mir auch so, die sind all das, was ich nicht bin. Am Schluss sind die Menschen Vorbilder, die in dir drin einen Vibe erzeugen, wo du sagst, hey, das spricht irgendwie zu mir. Das ist von Lindsay Lohan. Also dein Leben sieht alles sehr glamourös, Highlife-mäßig aus. Ist es auch, ne? Aber es ist schon so, dass du sehr diszipliniert bist. Ich kenne ganz viele Leute, die so ein Pensum ohne irgendwelche Hilfsmittel nicht schaffen würden. Und ich glaube, dass mein Schlüssel da immer eher diszipliniert sein war. Also ich versuche früh zu gehen. Ich versuche irgendwie was für meine Gesundheit zu tun. Ich bin nicht selten um 2 Uhr morgens alleine in einem Hotelgym und trainiere, weil das die einzige Stunde ist am Tag, wo du die Möglichkeit hast, mal kurz ungeschminkt Sport machen zu können. Weil sobald ich morgens aufstehe, geht's los. Ich habe irgendwelche Verpflichtungen, Termine. Wenn ich einmal so aussehe, gehe ich nicht mehr ins Gym. Also so, dann fange ich nicht noch an, irgendwelche Sachen zu machen. Das geht dann immer erst abends wieder, wenn du dann fertig bist mit allem. Und wenn ich mir dann denke, boah, ich habe so viele Verpflichtungen, wenn ich jetzt auch noch anfangen würde, da irgendwie zwischendrin Alkohol zu trinken oder Party zu machen, dann würde ich ja am nächsten Tag überhaupt nicht leistungsfähig sein. Ich könnte mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn ich wieder in so einer Fernsehsendung sitze, wie jetzt heute zum Beispiel, und ich am Abend vorher getrunken hätte oder gefeiert hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich hier nicht so konzentriert sein, wie ich es vielleicht gerne wäre. Und dafür sind mir dann die Themen, über die ich so oft spreche, zu wichtig, als dass sie zu kurz kommen könnten, nur weil ich gerade das Bock hatte, feiern zu gehen. So. Aber hast du manchmal das Gefühl, dass du dich einfach mal gehen lassen wollen würdest? Und was würdest du dann machen? Ja, schon. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich mal gehen lassen müsste. Aber ich bin dieses Jahr 30 geworden. Und dann guckt man so manchmal zurück und denkt sich so, oh, was habe ich die letzten 10 Jahre eigentlich so erlebt und so gemacht? Und dann merkt man manchmal schon so, ich habe schon ganz anders gelebt als jeder andere Mensch in meinem Leben und habe schon auch auf echt viele Sachen verzichtet. Und deswegen, wenn man dann so an die zukünftige Dekade denkt, in die man gerade reinrutscht, wenn man dann so 30 wird, dann habe ich mir schon so auf die To-Do-Liste geschrieben, auch Leben nicht vergessen. So. Mhm. Also, dass du nicht vergisst, auch irgendwie im Leben zu sein und Dinge zu tun, die gar keinen Sinn machen, die undiszipliniert sind. Hast du da ein konkretes Beispiel für? Machen. Ist nicht so jugendfrei. Das kann man nicht so sagen. So, kann man wahrscheinlich nicht so laut sagen. Okay. Hast du das Gefühl, dass du mehr abliefern musst als andere Leute? Ja, auf jeden Fall. Also wir können uns alle einreden, dass Diversitätsquoten und Co. ganz viele Menschen in die Medien spülen, die sich nicht anstrengen müssen. Und das ist einfach ein Irrglaube. Also ich glaube, jede Person, die eine andere Hautfarbe hat, die eine andere Gender-Identity hat oder einfach auch nur anders aussieht, muss sich 10-mal mehr behaupten. Zum Beispiel auch so Talkshows. Also wenn ich zum Beispiel in einer Talkshow bin, wir sind jetzt hier bei Deep und Deutlich, da spricht man auch mal über jüngere Themen und hat auch Menschen zu Gast, die vielleicht anders aussehen. Aber in anderen Talkshows, da gucken hauptsächlich Menschen zu, die mit sowas wie mir erstmal keine Berührungspunkte haben. Weil wenn ich da sitze und anfange, so ein bisschen irgendwie oberflächlich hin und her zu sprechen, da sind schon die Menschen, die vorm Bildschirm sitzen, am Urteilen. Die sehen den geschminkten Mann, stecken dich sofort in eine Schublade. Und wenn du die nicht sofort mit was Klugem catcht,
dann hören die dir gar nicht mehr zu. Und wenn du dann mal an dem Punkt angekommen bist, wo du quasi über dein Thema sprechen kannst, haben die dich schon so vorverurteilt, dass dein Thema total zu kurz kommt. Und deshalb glaube ich, dass man schon immer einfach super konzentriert sein muss und doppelt so viel geben muss, weil das was ist, was bei anderen Menschen gar nicht in Frage gestellt wird. Und es ist noch nicht lange her, dass mir jemand beim Fernsehen gesagt hat, so hey, du wirst niemals in familienfreundlichen Fernsehsendungen stattfinden können, weil du bist ein schwuler Mann und du kannst, wenn überhaupt, deine Community unterhalten, aber du wirst es nie schaffen, eine ganze Familie von einem Fernseher unterhalten zu können. Und wir tun alle so, als wäre das in den 80ern passiert, aber diese Aussage habe ich vor 5 Jahren gesagt bekommen. Und dann kann man sich vorstellen, wie viel Disziplin hinter der Position ist, die man sich erarbeitet hat. Im Alltag, wie ist es da, wie reagieren die Leute da auf dich? Also ich fahre heute keine öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich da einfach super krasse Erlebnisse hatte, dass Menschen überhaupt nicht damit klargekommen sind, dass man eine queere Person ist, die irgendwie sichtbar queer ist. Und da habe ich so viele schlimme Dinge erlebt, dass Menschen einen bespuckt haben, beschimpft haben, angezündet haben, die Klamotten angezündet haben. Und irgendwann habe ich mir geschworen, das mache ich einfach nicht mehr. Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich darauf verzichten, auch in einer so offenen Stadt wie Berlin. Alle meine FreundInnen, die als Drag Queen arbeiten oder solche Sachen machen, würden immer nur mit dem Taxi zu einem Club fahren. Ich habe ein Cabrio und mein bester Freund Strifey und ich, das ist auch ein Mann, der lange Haare hat und Make-up trägt, wenn wir an der Ampel stehen bleiben, in 7 von 10 Malen ruft uns jemand was Homophobes hinterher oder schreit einfach uns ins Auto irgendwas, was man eigentlich nicht tun sollte. Das in Berlin-Mitte. Also kann man sich vorstellen, warum man vielleicht als Person, die deren Identität das hier ist, solche Orte nicht mit derselben Leichtigkeit begeht. Und natürlich sagen dann ganz viele Menschen, ja, aber du musst dich ja nicht so anziehen, du kannst dich ja auch genormter anziehen, du musst ja nicht geschminkt rumlaufen. Und dann hätte ich das Gefühl, ich würde mich verkleiden. Und ich will mich doch nicht verkleiden, nur um respektiert zu werden. Also dann brauche ich doch keinen... So. Fühlt sich dann an, als würde ich als normaler Typ cosplayen. Ich finde es total krass, das zu hören, weil ich komme ja vor allem aus der YouTube-Bubble. Und ich habe das Gefühl, ich bin in so einer, wirklich in einem geschützten Raum auch gewachsen, was Reichweite und sowas angeht. Und ich habe noch nie solche Erfahrungen machen müssen und finde es total heftig, wie viel, also was für Storys du jetzt in kurzer Zeit schon erzählen konntest, weil ich wirklich nicht relaten kann. Ich bin ja auch schwul und habe natürlich auch, bevor ich mich geoutet habe, öffentlich drüber nachgedacht, könnte mir sowas in der Art passieren, aber es ist wirklich... Ich muss wirklich sagen, ich hatte da mega Glück, dass ich noch nie auf der Straße in irgendeiner Form irgendwie feindlich beschimpft oder irgendwie wurde. Das war früher auch anders. Als ich zum Beispiel einfach nur mit Social Media gearbeitet habe, da hat man auch nur zu seiner Bubble gesprochen. Man hat nur zu seinen Fans gesprochen. Die Menschen, die dir gefolgt haben, die haben logischerweise kein Problem damit gehabt, dass du ein geschminkter Mann bist. Wenn du aber zum Beispiel dich außerhalb deiner Komfortzone begibst, weil du im Fernsehen, in politischen Sendungen, dann sprichst du ja auch zu Menschen, die kein Fan von dir sind. Du sprichst auch zu Menschen, die sowas wie dich, ohne dich überhaupt zu kennen, allein schon mal per se ablehnen. Und meine Frage, wie gehst du damit um? Also verletzt dich das, wenn Menschen so gemein sind? Ja, natürlich. Oder? Also ich glaube, jemanden, den das nicht verletzen würde, das wäre ein Roboter. Also jeder Mensch fühlt doch was, wenn man sowas über sich liest. Und das ist, glaube ich, schon einfach was ich auch lernen musste, dass du halt lernst, okay, wenn ich mich in so eine Sendung begebe oder wenn ich mich auf eine Bühne stelle und über solche Themen rede, da gucken mir auch alle Menschen zu, die das doof finden, nicht nur die Menschen, die mich super finden. Und man tut das halt, weil man hofft, dass man dadurch einen Denkanstoß geben kann. Und ich finde das auch wichtig, dass man das macht, weil wenn ich nur zu Menschen sprechen würde, die so denken wie ich, oder nur zu meinen eigenen Fans sprechen würde, weiß ich nicht, ob sich in der Gesellschaft was verändern würde. Ich glaube, man muss sich auch ganz oft in Situationen begeben, wo man zu Menschen spricht, die dich verurteilen. Und wenn die dich dann gut finden oder wenn die sich mit einer Geschichte identifizieren können, die du anbietest, sind sie vielleicht auch ein kleines bisschen netter zu den Menschen, die ihnen im Alltag begegnen und die so sind wie du. Weißt du? Bist du davon nicht manchmal... Bist du davon nicht manchmal einfach müde, irgendwie immer diese eine von, was weiß ich, in Deutschland vielleicht 100 Personen zu sein, die immer für was eintreten muss? Voll. Aber es ist schon auch irgendwie, es wäre auch irgendwie komisch, wenn ich die Chance nicht wahrnehmen würde,
etwas auszusprechen oder etwas anzusprechen, wenn ich weiß, vielleicht bin ich heute der einzige Mensch in der Situation, der die Stimme erheben kann. Und dann würde ich mir ja auch wünschen, wenn es jemand anders wäre, dass er darauf aufmerksam macht und darauf hinweist. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, man muss auch ein bisschen queere Nervensäge sein, um die Menschen daran zu erinnern, dass es halt auch ein Thema ist, das für uns 365 Tage im Jahr Relevanz hat und wichtig ist und nicht nur einmal im Jahr, wenn Pride Month ist und Medien sagen, oh, jetzt müssen wir noch mal kurz über Queerness sprechen. Du hast dich dann dazu entschieden, Kinderbücher zu schreiben. Zum Beispiel, ja. Wieso ausgerechnet Kinderbücher? Wahrscheinlich, weil ich erwachsenen Menschen nicht immer vertraue, dass sie ihren Kindern beibringen, nett zu sein zu allen Menschen, auch wenn sie vielleicht mal anders aussehen. Weil das sind die Erfahrungen, die Menschen wie ich gemacht haben. Und ich glaube zum Beispiel, dass Kinder sehr vorurteilsfrei sind und dass man ihnen beibringen kann, tolerant zu sein und nett zu sein. Und ich glaube, dass sowas wie Mobbing in der Schule oder im Kindergarten, das fängt so früh an. Und ich glaube, das liegt ganz oft daran, dass Kinder nicht wissen, was sie da eigentlich sagen. Schwule Sau ist, glaube ich, immer noch das Schimpfwort Nummer eins auf dem Schulhof. Und ich glaube, das liegt tatsächlich nur daran, dass Kinder gar nicht wissen, was das Wort schwul bedeutet. Mhm. Wenn du einem kleinen Kind erklärst, schwul bedeutet, wenn zwei Männer in einer Beziehung sind, dann ist das so, als würde das Kind gelernt haben, dass Orange die Farbe Orange ist. Dann sagt es auch nicht mehr blau dazu. Also das ist einfach nur eine Begrifflichkeit, die man lernen kann. Und alle Menschen, die sagen, okay, manche Kinder sind zu jung, um sowas zu lernen, das stimmt einfach nicht. Weil Kinder sind auch nicht zu jung, um zu sehen, dass eine Prinzessin einen Prinzen küsst. Und wenn man das als Kind schon versteht, dann reagiert man auch gar nicht mehr komisch darauf, wenn man zum Beispiel zwei Männer auf der Straße sieht, die Händchen halten. Ja. Ja. Wie du es so sagst, ist es so total klar. Und man, also weiß ich nicht, eigentlich würde man doch denken, ja, klare Sache, ist ganz einfach. Genauso wie mit Raffi in deinem ersten Kinderbuch. Ja. Raffi möchte gerne ein Tütü tragen, aber wird dann in der Schule verspottet. Und Kinder lernen in dem Buch, das geht doch. Aber so einfach es auch klingen mag, so einfach wurde es nicht angenommen. Und die Reaktionen waren ja, schrecklich. Ja, also es war total krass. Also man kann sich natürlich vorstellen, dass ein Kinderbuch, das sowas thematisiert, vielleicht nicht jedem Menschen zusagt oder gefällt. Aber ich fand es total krass zu sehen, wie organisiert der Hass dagegen war. Also so ganz viele, ich will den Namen nicht sagen, aber rechte Parteien, man kann sich vorstellen, um wen es sich handelt, haben das total instrumentalisiert für ihre Zwecke, um auf Dinge hinzuweisen. Überall ist der Begriff von Frühsexualisierung gestanden. Was total irritierend ist, weil er ein Tütü tragen möchte. Weil in dem Buch das Wort schwul erklärt wird, weil zwei Männer ein Paar sind in dem Buch. Und das ist total irritierend für mich gewesen, weil dieser Begriff, den gibt es gar nicht, der wird in der Psychologie gar nicht verwendet. Der kommt einfach einzig und allein aus dieser rechten Bubble, die ihn nutzt, um Dinge schlecht zu machen. In dem Buch geht es nicht mal ansatzweise um Sex. Und deshalb war es für mich zum Beispiel auch super wichtig, weil ich gesehen habe, okay, das ist scheinbar noch ein Thema, das so viel bei Menschen auslöst, dass ich eben auch eine Fortsetzung geschrieben habe, weil ich gesehen habe, es muss mehr Kinderbücher geben, die solche Themen in den Mittelpunkt rücken. Weil es gibt ja auch Kinder, die akut schon davon betroffen sind. Und zum Beispiel bei meinem zweiten Kinderbuch, Raffi und Juli, das ist die Fortsetzung von Raffi und sein pinkes Tütü, da geht es eben darum, dass ein Kind sein Land verlassen musste, aus bestimmten Gründen, Krieg, es war nicht mehr sicher. Und das kommt dann in Raffis Leben und die müssen dann koexistieren. Und das ist nicht so einfach, auch für Raffi nicht so einfach. Und ich wollte einfach so ein bisschen Literatur anbieten für Kinder und Eltern, weil ich glaube, dass sich das Leben von Kindern gerade in diesem Jahr massiv verändert hat. Also ich bin als UNICEF-Botschafter tätig und da hat man so Teachings oder so, man bekommt manchmal so Updates darüber, wie das Leben von Kindern auf der Welt aussieht. Und mich hat es total schockiert, als ich erfahren habe, dass wir momentan genauso viele Kinder auf der Flucht haben wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die kommen ja in Welten, wo sie nicht dieselbe Sprache sprechen, wo sie darauf angewiesen sind, dass andere Kinder nett zu ihnen sind. Und das hat mich so an die Geschichte meiner Eltern erinnert, als die aus Italien nach Deutschland gekommen sind. Meine Mutter hat mir ganz oft erzählt, wie es war, in die Schule zu gehen, die Sprache noch nicht zu können und Kinder wollen dir helfen und du verstehst es nicht und denkst, die machen sich über dich lustig. Und das macht so viel mit einem und das macht so viel für die Kinder, die hier leben, aber auch für die Kinder, die neu dazukommen. Weil für beide ist es schwierig und deshalb wollte ich so eine Geschichte in dem Kinderbuch zusammenbringen, in der Hoffnung, dass andere Kinder sich darin identifizieren können und sagen können, hey, die haben es auch geschafft, zusammenzurücken und nett zueinander zu sein und empathisch mit der Situation des anderen umzugehen. Vielleicht können wir das ja im echten Leben auch machen. So.
Das finde ich total toll, dass das das Thema der Fortsetzung ist und auch so wichtig. Aber ich denke direkt, das nächste Thema, was genau diese rechte Bubble so auseinandernehmen wird, da kommen dann ja sicherlich auch wieder Hasskommentare und so weiter und so fort. Ich bin immer so, ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich hoffe, ich glaube halt an Menschlichkeit und ich hoffe, dass die Leute verstehen, dass so ein Buch wirklich gar nichts Böses im Sinn hat und eigentlich nur versuchen möchte, die Welt ein bisschen empathischer zu gestalten. Und auch wenn die rechte Bubble sich wahrscheinlich an solchen Themen stört, darf man sich dem ja nicht beugen, weil sonst überlässt man denen ja auch das Feld und sagt, mach, was ihr wollt. Und das ist ja auch keine Lösung. Total. Würdest du sagen, deine Familie und du, hättet ihr früher auch solche Geschichten gebraucht? Boah, voll. Also ich glaube, ich hätte mich total gefreut, wenn ich mich selber in Medien mehr erkannt hätte. Ich meine, das ist wahrscheinlich für POC-Menschen, die in Deutschland aufwachsen, wahrscheinlich ein ähnliches Thema, wie sehr man sich gewünscht hätte, dass man vielleicht auch in den Medien, die man konsumiert, irgendwie stattfindet. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie unsere Pflicht als Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen sich wieder gespiegelt sehen in den Medien. Und ich glaube, gerade als Medienmachende ist es auch unsere Aufgabe, dass man das supportet, dass man das pusht. Viele Leute fragen immer, was kann man dazu beitragen? Kauft Bücher von Menschen, die Teil einer marginalisierten Gruppe sind. Wenn ihr mal eine schwarze Frau auf einem Cover seht, kauft das Magazin. Und wenn man dann mal sieht, hey, da macht jemand was anderes, da läuft mal eine Sendung mit zwei ModeratorInnen, die vielleicht anders aussehen, supportet das, guckt das, streamt das, empfiehlt das weiter, kauft die Bücher, kauft die Zeitungen. Und das ist auch Teil dazu beitragen, dass Medien diverser gestaltet werden. Weil am Ende denken alle immer nur an Quoten, an Profit und darauf, was sich gut verkauft. Und deswegen ist es auch die Aufgabe von jedem Menschen, seinen Teil dazu beizutragen. Danke. Noel, wo hast du zum Beispiel Vorbilder gefunden? Boah, ich habe damals, also bei den Rappern natürlich, bei den Sportlern. Man muss ja, also als Kind versteht man das dann oft noch nicht, aber es kommt trotzdem schon automatisch, dass du halt Vorbilder oder du holst dir Leute, von denen du was abschaust und es kommt dann ganz automatisch natürlich, dass man sich denkt, okay, ich will auch, dass da jemand ist, der so ist wie ich oder so aussieht wie ich und auch so wahrgenommen wird wie ich. Und deswegen kommt es, glaube ich, ganz alleine. Ich glaube, das können wir gut nachvollziehen. Also ja. Ich musste lachen. Ich war immer für Brasilien einfach. Ja, ich auch. Brasilien bei mir auch. Ja. Immer. Mein Opa, sowas. Ja. Ricardo, ich könnte noch länger mit dir quatschen. Machen wir zum Glück ab immer und zu. Immer gern, machen wir zum Glück ab und zu. Aber jetzt ist die Zeit fast zu knapp für die Mystery Box. Ach so, da müssen ja, wir das habe ich vergessen. Das stimmt. Und zwar wurde ich ja gefragt, was hier reingehören soll. Und ich bin ein großer Fan von einem Film. Und in diesem Film geht es um ein Schmuckstück, über das Britney Spears eine Referenz bringt in Oops, I Did It Again. Errät es jemand? Ja. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end. Das singt sie. Wenn das Öffentlich-Rechtliche bereit ist, die Rechte zu zahlen, kann man den Song ja kurz einblenden. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Jetzt, wir müssen immer noch raten. Nee, jetzt wurde es eingeblendet quasi. Also. Hat's niemand erraten? Im Publikum irgendjemand? Ja! Der blaue Diamant von ja, Titanic. Das ja, das Herz des Ozeans. Das habe ich mitgebracht. Ach so, wirklich? Ja, guck. Das, was die Oma da wollte. Die Oma war auch mal jung im Film. Deswegen hatte sie es ja. Ach so, okay, ne? Ja, aber ich erinnere mich, am Ende hat die Oma das dann in dieser ja. Das ja, ist ja der Originale. Der, hol mal genau, raus. Das ist der Originale. Toll! Wow. Wo hast du den extra, hast du den eh schon oder hast du den jetzt extra besorgt? Bitte? Ob ich den schon hatte? Ja. Natürlich hatte ich den schon. wer hatte ihn nicht zu Hause? Das ist die Frage. Ich habe doch gesagt, Popkultur ist meine Religion. Sowas habe ich mir dann zu Weihnachten gewünscht. Wundert dich nicht, wenn er nachher weg ist, weil der passt erstaunlich gut zu meinem Anzug. Ich finde auch, der würde dir richtig gut stehen. Den klaue ich mir noch, deshalb. Ja. Pack ihn schnell ein. Wie schön, dass du heute da bist, ist das Ricardo? Kein Geschenk für jemanden? Muss ich das nicht jemandem schenken? Ach so, den kann man. Ich dachte, ich soll das als Geschenk mitbringen. Ach so, ja, das sind die Regeln. Ist das nicht so? Okay, ich nehme ihn auch wieder mit. Danke, dass du heute da bist. Ich habe ihn übernommen.
Deep und deutlich geht es auch hier in unserem nächsten Talk weiter. Und hier haben wir ein Video aus dem Funknetzwerk für euch. Und übrigens, mehr von Deep und deutlich gibt es immer donnerstags in der ARD Mediathek. Viel Spaß!